Herren Damen, das ist aber nett. Ja. Das ist Tony Wörn, der Trainer. Er ist verrückt, oder? Ja. Was hat er gesagt? Er sagt, Tony Wörn hält jedes Mal eine Pressekonferenz ab, wenn er sich die Nase putzt. Entschuldigung, ich muss mal durch. Entschuldigung. Hey. Danke, Mann. Heute möchte ich Ihnen das neueste Mitglied des Technicality-Teams vorstellen. Meine Damen und Herren, Brislovias bester Stürmer, Attack. Dein Bruder? Tony Wörn hat deinen Bruder unter Vertrag genommen? Das ist kalt, Mann. Es ist wohl bekannt, dass Attack nur Brislovanisch spricht. Was ist das denn, Tissimilio? Aber heute biete ich ihm die Chance, zu uns allen zu sprechen. Meine Damen und Herren, es ist mir ein Vergnügen, mich endlich gegen die Super Strikers in der Super League beweisen zu dürfen. Dieses einzigartige Übersetzungsgerät erlaubt es mir, effektiv mit meinen Teamkollegen zu kommunizieren und mein Spiel zu verbessern. Coach Wern hat mir versichert, dass ich der beste Spieler aus dem schönen Land Brislovia bin. Der beste aller Zeiten. Block sieht verunsichert aus. Er wird so abgelenkt sein, dass er Technikali niemals stoppen kann. Wir werden gewinnen. Block, mach dich bereit, da kommen sie! Mann! Also, warum streitest du dich mit deinem Bruder, Block? Ja, es ist besser, wenn wir wissen, womit wir es zu tun haben. Sicher, ich übersetze es. Wir waren Brüder und beste Freunde. Wir hatten denselben Traum. Wir sind beide gut geworden und wollten beide in die Super League. Doch als der Traum langsam wahr wurde, eiferte Attack mit seinen Teamkollegen um die Wette. Und mit mir. Gar nicht cool, Mann. Und dann? Dann das Unvorstellbare. Ich wurde ein Superstriker, aber Attack hat es nie in die höheren Ligen geschafft. Seitdem haben wir nie wieder miteinander gesprochen. Gute Geschichte. Eifersucht und Rivalität in dem schönen Spiel. Wie endet sie? Sie endet mit uns. In den nächsten zwei Spielen gegen Technicali, Mann. Also, Block, ist das für dich in Ordnung? Ja. Was? Attack scheint froh zu sein, für Technicality zu spielen. Vielleicht könnt ihr wieder Brüder sein. Spieltag im Strikerland. Super Strikers gegen den FC Technicality. Bruder gegen Bruder. Stürmer gegen Verteidiger. Attack gegen Block. Okay, wir haben es verstanden, Mac. Attack war sehr redefreudig in seinen letzten Interviews. Er hat gesagt, dass er besser spielt als Block. Reden kann er. Aber kann er seinen Worten auch Taten folgen lassen? Viel Glück! Möge das bessere Team gewinnen! Zeit, sich für ein Eroberungsmanöver aufzuteilen! Attack ist da direkt reingelaufen! Brillante Taktik der Super Strikers Verteidigung! Selbst mit diesem neumodischen Übersetzungshalsband hat Attack keine Antwort auf die altmodischen Fähigkeiten seines Bruders parat!
Kelly mit 1:0 den Sieg. Wenn sie im zweiten Spiel genauso spielen, holen sie sich sicher alle Punkte der Liga. Mein Plan geht nicht auf. Ich brauche einen Plan B. Was ist der Plan B? Ich habe keinen Plan B. Ich habe das hier gesucht. Sie haben sich geirrt. Dieses Halsband beweist nicht, dass ich besser spiele als mein Bruder. Ich brauche keinen Plan B. Ich brauche ein Halsband B. B wie Block. Es beunruhigt mich, dass Sie unserem Gegner unsere Spezialtechnologie liefern. Genau wie dein Halsband wird es Block perfekt übersetzen. Aber wenn ich den Schalter umlege, wird er absoluten Blödsinn von sich geben. Das ist der beste Weg, um endlich zu beweisen, dass du der bessere Spieler bist, Attack. Unterschreib. Eine Karte? Von mir an? Block. Die solle dieses Geschenk sonst annehmen. Hähnchen an Mr. Block. Hallo Block, du hast Glück, dein Bruder schickt dir eine Banane. Ein Autogramm noch hier, ich bin die Postbotenbanane. Und ganz Jamaika weint. Attack, schick Block so ein Halsband? Hilft uns das nicht, sie zu schlagen? Wie dumm ist er denn? Ich meine, er ist dumm, krumm, rum, was für ein toller Typ. Oh. Wird er nun mit uns quatschen? Oh. Es funktioniert nicht. So hört es sich immer an. Hi. Könnt ihr mich verstehen? Die Stürmer nähern sich. Sofort dicht machen. Zu deiner Linken. Deck ihn! Der gehört mir! Ja, das machst du super, Mann! Spieltag im Strikerland. Und heute sehen wir eines der am heißesten ersehnten Spiele seit langem. Jupp, es scheint, als hätten nun beide Brüder Tony Bones bahnbrechendes Kommunikationshalsband. Aristoteles. Es sieht so aus, als hätte Attack sich doch geändert. Wir freuen uns auf ein faires Spiel. Der Bär heißt Aristot? Hey Jungs, bereit loszulegen? No, pass auf! Knapp, aber daneben. Gut, dass du das Übersetzungshalsband hast. Carlito! Da bist du wieder. 1, 2, 3. Super Strikers! Super Strikers. Hört sich super an. Nach dem knappen ersten Spiel kann niemand sicher sagen, wer heute mit den Punkten nach Hause gehen wird. Aber stell dir vor, in diesem Kampf der Brüder hat Block heute einen noch größeren Vorteil. Nein, nein, noch nicht, Toni, noch nicht. Warte auf den richtigen Moment, um Block zu blocken. Perfektes Timing für Zug 3972. Superman, ich bin dran.
modernes Ding von El Matador. Die Super Strikers führen 1-0. Mal sehen, ob du so weitermachen kannst. Wirklich einzigartig angenommen. Die Männer in Rot arbeiten wieder einwandfrei zusammen. 12 Uhr. Verstanden. Es wäre ein Wunder, wenn Technicali auch nur in die Nähe des Tors der Super Strikers kommen würde. Sag das nicht zu früh. Attack ist entschlossen, seinem Namen alle Ehre zu machen. Mach dich bereit. Ha, Brenda, das Spiel ist so gut wie gewonnen. Du hast es letztens selbst gesagt. Er lässt seinen Worten keine Taten folgen. Bereite dich auf den Ruhm vor, Tony. Was denkst du, Mann? Schweinepferch, Apfelstrudel. Ich glaub es nicht! Was für ein Ausgleich von Technicali! Ich weiß nicht, was da mit der Verteidigung passiert ist. Bigfoot, Banjos, Parallelogramm. Komm schon, Mann, was ist los? Bing Bong, Schäfer, Nickhäutchen. Zurück zum Alten. Was er da draußen sagt, ergibt keinen Sinn. Er ruft Tiernamen und Körperteile. Aber wir wissen doch, wie nützlich das Ding beim Training war. Jetzt ergibt alles Sinn, Norse. Das stimmt, aber ich finde, wir sollten Block eine zweite Chance geben. Okay. Okay, Mann, lass sie uns niedermachen. Bereit? Ich bin bereit. Gehen wir. Sag an, Mann! Zugnummer! 4.005.006 Brasilianer! Hinter dir! Was macht North Shore da? Er scheint sich seinen... Aber warte! Attack hat sich dazwischen geschlichen. Und er trifft! Technicali machen einen Schritt nach vorn! Genug! Irgendetwas stimmt hier gehörig nicht. Mückenschutz! Toilettenpapier! Katzenfutter! Was ist passiert? Ist Block verletzt, oder? Er ist verrückt geworden. Murphys Krautsalat. Was mit Salat schiefgehen kann, wird schiefgehen. Siehst du, was ich meine? Ja. Alles in Ordnung? Ich hatte noch nie einen Sommerlolli. Okay, das ist echt nicht mein Problem. Mann, das bist nicht du. Das ist das schreckliche Halsband. Nein, sicher nicht. Was? Es geht nicht ab? Wir müssen es abkriegen, Kumpel. Wir haben ein Spiel. Abseits der Kamera scheint es mehr Action zu geben, Brenda. Was ist mit dem Verteidigungsduo der Super Strikers los? Nun, North scheint Block zu würgen. Es scheint, als hätte die Spannung zwischen den beiden ihren Höhepunkt erreicht. Hätte es nicht besser sagen können, Mann. Mann, absolut genial. Was kommt jetzt? Auf jeden Fall. Das war aber ein holpriger Anfang. Aber die Verteidigung des Strikers ist in der zweiten Halbzeit wieder voll da. Gut gemacht, Mann.
Was machen Sie da? Bringen Sie es zum Laufen! Das Gerät funktioniert! Block hat es nur herausgefunden! Oh nein, das darf nicht sein! Das Magus! Na sowas! Attack hat Probleme ohne sein Halsband! Shakes! Was für ein Tor! Und es steht 2-2! Oh! Block hat ihn aus dem Stadion rausgehämmert! Tu mir nicht weh! Faires Spiel. Spielen wir weiter. Hoffentlich herrscht nun Chancengleichheit. Bereitet die Taktik Neutron X vor. Was für eine Leistung von Technik-Kerli-Stürmer. Ich dachte, Block hätte ihn gehabt. Super gehalten von Pinkbow. Meine Güte, das hat sich in ein Mordspiel verwandelt, Brenda! Brenda? Heute einige Probleme verursacht haben. Das werden wir wohl nie erfahren, Mac. Danke, Block. Du bist ein wahrer Sportsmann. Aber du schlägst immer noch wie unsere Oma. Oh! Ich bin froh, dich als Bruder zu haben. Nein, der heutige Tag hat bewiesen, wer von uns wirklich in die Super League gehört. Haha, sieht aus, als wären die Brüder gute Freunde, obwohl sie für gegnerische Teams spielen. Siehst du hast diese neumodische Technik nicht gebraucht, um zu gewinnen. Ja, was nicht kaputt ist, muss man nicht reparieren. Super-Strikers! Warum habe ich verloren?